Was Leute, mein Name ist Danny. Willkommen back zu einem Video, heute spielen wir Roblox. Und heute entkommen wir mal dem bösartigen Friseur oder wie auch immer. Und dieser Typ, der will meine Haare schneiden, sagt, bitte setz dich hin. Nein, definitiv nicht bei diesem Typen. Ich meine, schaut euch mal die Augen an. Ich meine, der Friseur muss nett aussehen, okay? Das ist das Ding. Deswegen, der sieht ganz und gar nicht nett aus. Deswegen, wir fangen erstmal in dem Zimmer hier an. Und ich habe mich am Anfang gefragt, habe ich dieses Spiel schon gespielt hier in Roblox? Aber ich glaube eher weniger, weil normalerweise erinnere ich mich immer sehr schnell dann, dass ich auch was gespielt habe. Was sagt die? Look at my hair. This guy is the worst hairdresser ever. Let me help you escape. Oh, das ist aus seinen Haaren geworden, Leute. Schaut euch mal an. Das ist aus seinen Haaren geworden. Oh mein Gott, wie grausam sieht das mit da aus. Also, ganz ehrlich, er hat dich nicht ermordet. Er hat nur deine Haare schlecht gemacht. Das bedeutet quasi... Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, aber na gut, lass uns rausgehen und hier haben wir Steckdosen, die riesig sind. Oder ich bin klein. Wahrscheinlich bin ich klein, okay? Ich glaube, die Steckdosen sind hier eigentlich normal groß. Nur ein Roblox-Figur ist, ich glaube, so groß wie ein Becher oder sowas, habe ich gesehen. Ich bin mir nicht genau sicher. Theoretisch kann man sich das eigentlich mal fragen, wie groß eigentlich so eine Roblox-Figur ist. Aber na gut, wie auch immer. Lass uns hier durchgehen. Hier haben wir Kämme, über die wir springen müssen. Ganz vorsichtig. Wir machen es aber ganz gut. Oh Gott, ja. Okay, alles bestens. Kein Problem. Easy peasy lemon squeezy. Use the mannequin's hair to avoid this dirty hair pile. Also, wir haben hier unten Heu, was Haare sein sollen hier in dem Spiel, aber es ist trotzdem Heu. Und wir haben hier eine Frau, also quasi nur eine Statue oder wie auch immer. Ein Mannequin, oder wie auch immer man das nennen will. Die quasi extrem lange Haare hat und wir können einfach den Weg hier folgen und wir sind durchgekommen. Sehr gut und hier haben wir riesige Scheren. Seht ihr das? Wenn das eine Schere ist, Leute, stell euch mal vor, wie groß ein Roblox-Charakter ist. Ich meine, eine Schere ist ungefähr so. Und Roblox, und wenn das die Schere ist, ist ein Roblox-Charakter so. Das heißt, er könnte hier auf meiner Hand sitzen und mit mir reden, okay? Wie so ein kleines Spielzeug, aber na gut, wie auch immer. Don't let that hairspray get on you. Ha, oh, das ist Haarspray. Oh, okay. Das unten ist, ich glaube, gefährlicher als Haarspray. Obwohl das Haarspray ist schon bestimmt ziemlich klebrig. Aber na gut. Komm schon, lass uns das machen. Nicht reinfallen, bitte. Okay, dann lauf. Okay, alles bestens. Warte hier. Alter Schwede, ist das eklig. Das ist doch niemals in dem Haarspray, oder? Okay, blaues, rotes Haarspray. Wieso eigentlich nicht, hätte ich mal. Was ist hier los? Beautiful. My hair. What have you done? Also, quasi... Also er sagt, wunderschön, und der andere sagt, mein Haar, was hast du getan? Ja, jetzt frage ich mich auch, was du getan hast. Ganz ehrlich, der arme Kerl, Leute, oder? Habt ihr nicht Mitleid mit dem, weil, alter Schwede. So will ich nicht aussehen, Leute. Ich meine, so will ich definitiv nicht aussehen. Was soll ich hier tun? Moment mal, kann ich hier lang? Was willst du mir sagen? Look at that giant hairdryer. You might need to do a lot of jumping. Ah, wir müssen springen. Macht Sinn. Macht sehr viel Sinn, weil hier in Roblox gibt es, ich glaube, gar keinen Wind, Leute. Aber es gibt hier, dass der Boden sich bewegt. Und ich glaube, das ist hier das Ding. Deswegen kann man springen und... Oh mein Gott, was bist du? Was bist du bitte? Du bist eine Schminktussi, kann das sein? Du schminkst dich wahrscheinlich sehr gerne, weil ich meine, ich muss auf deinen Lippenstiften rumspringen, okay? Na gut, wie auch immer. Es ist zwar sehr merkwürdig, aber lass uns das einfach tun. Bam, bam, bam. Okay, nice. Danke. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich weiß sehr zu schätzen, hier hat sie noch mehr Schminke. Ist sie Friseurin? Ich glaube, sie könnte Friseur... Okay, alles bestens. Alles bestens. Ich habe nicht einmal geschwitzt, Leute. Keine Panik, Leute. Keine Panik. Wir machen das schon. Hier rauf. Okay. Wieso fliegen deine Sachen hier eigentlich? Würde mich mal interessieren. Na gut. Bye. Ich will nie wieder zu dir zurückkommen, okay? Hier haben wir, Wie heißen die Teile? Ich kann mich erinnern. Glätteisen, natürlich. Natürlich Glätteisen. Okay, vorsichtig. Glätteisen sind sehr heiß. Ich meine, müssen sie auch sein, damit sie ihren Zweck erfüllen. Aber na gut, langsam hier hoch. Ich gehe mal davon aus, Fire Exit. Nee, da kommen wir bestimmt nicht durch. What? Oh nein, ich gehe erstmal links lang. Das war richtig. Jetzt gehe ich mal rechts. Kann ich das nicht so testen? Hä, doch, ich kann es testen. Bevor ich es benutze, kann ich es, glaube ich. Oh Gott. Langsam. Find the correct hair on the mannequin. Also theoretisch hatten wir bis jetzt ganz schön viel Glück, ehrlich gesagt. Bam. Nice. Weiter geht's. Und jetzt durch die Mitte. Na, durch die Mitte oder weniger? Oh. Okay, es geht. Oh nein. Durch die Mitte, was jetzt? Warte, ich will nur kurz testen. Es geht, oder? Oh. Alter, hatte ich ein Glück. Ich bin sprachlos, dass ich das so gut hinbekommen habe, ehrlich gesagt. Aber na gut. Weiter geht's, Leute. Das Abenteuer endet hier noch nicht. Was ist das hier? Was ist das? Ah, soll ich da hoch? Und natürlich muss ich da hoch. Was wohl auch sonst? Meine Güte, okay, das ist sehr gefährlich. Wenn ich hier runterfalle, bresse ich mir ein paar Knochen und dann kriege ich auch so eine Frisur.
Das war der schlimmste Frisur ever, okay? So will ich nicht aussehen in meinem Leben. So gar nicht. Aber na gut, geht's hier rein. Ich gehe mal davon aus. Okay, wo sind wir jetzt? Bei mehr Scheren. Hat er entweder nicht nur die Haare abgeschnitten, sondern auch die Köpfe oder was? Ich meine, ich höre das mal an. Er hat hier verschiedene Frisuren. Ich habe keine Ahnung, was macht er überhaupt mit den Haaren? Wie kann man so bösartig sein und so ein Haarschnitt Menschen hinzufügen, okay? Damit müssen sie für mehrere Wochen rumrennen. Das ist einer der schlimmsten Tage ever. Aber ehrlich gesagt, Leute, er ist kein Mörder. Er ist nur ein Friseur, der deine Haare grausam schneidet. Aber kein Mörder. Ich habe lieber einen verrückten Friseur, wo ich paar Wochen lang ein paar Probleme haben werde, als einen verrückten, ja, Arzt oder so. Denn der Arzt kann viel Schlimmeres machen als der Friseur. Okay, ich würde sagen, weiter geht's. Also lass mal sehen, was ist hier los? Wow, that's a giant mannequin head. Can we slide down the hair? Alter Schwede, das ist ein großes Dingsabums. Okay, wir müssen an ihrem Haar runter. Kann das sein? What the freak? Ich glaube, ich kann noch nicht mal... muss ich jetzt mal speichern, bevor ich... Habe ich nicht schon gespeichert? What? Ah, Zermak, wow. Okay, wir müssen hier erstmal hoch. 100%ig müssen wir hier hoch, Leute. Das wollte das Spiel auch. Deswegen hat er eine unsichtbare Wand hingemacht. Damit man auch den Weg hier nimmt, was Sinn macht auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir ihr Haar runter entlang sliden. Und wir sliden, nice. Bitte, oh. Ja, wir müssen nur richtig sliden, was aber ganz schön schwer sein wird, weil... Ja, ich kann nicht bestimmen, wie ich sliden werde, okay? Das ist das Problem. Also, okay, komm schon. Und auf geht's nach oben. Nice, nice, nice. Langsam aber sicher, fall bloß nicht runter. Das ist wirklich ein riesiger Kopf, Leute. Ein riesiger Kopf und, oh, komm schon, ich drücke gar nichts. Ist das dein Ernst? Wir waren schon drauf und sterben dann. Wirklich absolut bestens, absolut bestens. Hoch, hoch, hoch. Und Zeit, um erneut zu sliden, Leute. Und endlich diesem Friseur hier zu entkommen, bitte. Oh nein. Ah, ich kann Leertaste drücken. Also hätte ich mich retten können. Das heißt, wenn ich nicht so komisch gewesen wäre und gesagt hätte, ich werde mich erst bewegen, wenn ich ankomme, dann hätte ich wahrscheinlich überlebt. Weil einmal Leertaste drücken und wir springen einmal und dann sind wir in Position. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir müssen zwar nichts drücken, aber sobald wir da sind, drücken wir einfach Leertaste. Und jetzt... Ah, ich wusste gar nicht, dass es geht. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Come on, let's take the fire escape. Wow, hier ist er wieder. Trust me, I'm the best Barbara in town. Alter, der ist ja voll groß. Oder ich bin einfach nur klein. Schau dir das mal an. Alter Schwede. Alter, schau dir mal meine prachtvolle Haare an. Ich will nicht, dass er die wegschneidet, okay? Das würde ich echt gar nicht gerne wollen. Aber lässt er mich denn überhaupt so leicht entkommen? Ich gehe mal davon aus, weil der Typ verfolgt mich gar nicht. Der Typ steht da einfach nur und sagt, hey, lass dir die Haare schneiden. Ich kann jederzeit rausgehen, okay? Du brauchst mir die Haare nicht zu schneiden. Außerdem hat er keine Mitarbeiter, die mich festhalten können. Er scheint so, als wäre er alleine. Was mich aber nicht wundert, weil ich meine, welcher Mitarbeiter will da helfen? Und wow, dieser Weg ist ganz schön heftig, Leute. Okay, komm schon, wir müssen hier endlich entkommen. Ich habe keinen Bock mehr hier zu sein, okay? Aber theoretisch liebe ich den Friseur. Es klingt zwar vielleicht komisch, aber ich mag es irgendwie. Zum Beispiel, ich mag es, wenn man meinen Kopf so krault. Ich mag es. Es klingt zwar komisch, okay. Aber wenn der Friseur meine Haare schneidet, ich mag es, beim Friseur zu sein. Außerdem, der Friseur, mit dem kann man sich gut unterhalten, okay? Mit dem kann man sich bestens unterhalten. Der Friseur hört immer zu. Normalerweise hört niemand zu, aber der Friseur hört immer zu. Aber na gut, das ist gefährlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Yes, okay, nice. Geschafft. Hier ist der Typ wieder mit der komischen Frisur. That door is locked. Let's go to this window. Okay, die Tür ist geschlossen. Lass uns zum Fenster gehen. Werde ich gerne tun. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Bam. Bam. Nice, nice, nice. Weiter geht's. Oh. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie habe ich das gerade geschafft? Ich hätte mich nicht festhalten dürfen. Work carefully across this telephone pole. Okay, also hier so drauf. Alter. Alter. Natürlich. Nee, sorry, da habe ich lieber eine dumme Frisur. Da habe ich lieber eine dumme Frisur. Was sagt ihr, Leute? Hier rübergehen oder lieber dumme Frisur? A oder B, Leute? Weil ich nehme auf jeden Fall die dumme Frisur. Tut mir leid. Aber dann bin ich lieber hässlich. Also, ja, hier runterfallen, das ist wieder die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt. Viel zu hoch. Ich wundere mich, dass die Teile so stabil sind, okay? Na gut, wie auch immer. Okay, hier geht's lang, kein Problem. Wir gehen jetzt wenigstens ein bisschen tiefer. Oder auch nicht, wo sind wir jetzt? Need a shaver. Need a shave, take a seat. Ich will mich mal hinsetzen, by the way. Na los, fang an. Ich habe mich hingesetzt. Er will nicht. Er will nicht helfen, der Loser. Oh Gott, Messer, natürlich. Sicher, dass er mich nicht erbohren will, Leute, wenn ich hier so ein riesiges Messer hin tut.
Sicher, dass ich am Leben bleibe, wenn ich meine Haare dort schneide. Sicher, dass er mich nach Hause lässt. Und übrigens, wie teuer ist überhaupt so ein Haarschnitt? Das würde mich mal interessieren. Ja, wahrscheinlich ziemlich teuer. Ich meine, wenn das der Ausgang ist, wird es schon sehr, sehr teuer sein. Weil ich müsste die Feuerwehr rufen, um hier irgendwie rauszukommen. Oder am besten gleich die Polizei, um denen gleich zu zeigen, wie gestört dieser Typ eigentlich ist. Und dass er nie wieder Haare schneiden sollte. Ja, denn das passiert, wenn man da reingeht. Man kommt nie wieder raus. Das ist ganz schön schwer, by the way. Bam. Ho. Ja, ist klar. Ich sehe nichts, wenn ich springe. Vielleicht muss ich ja gar nicht springen. Das macht Sinn. Wieso springe ich überhaupt, wenn es unten ist? Stimmt. Oh, das klappt. Jetzt kann ich springen. Okay, nice. Oh. Nein. Oh Gott. Cooler Raum, by the way. Aber ich bin komplett falsch. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt eine Challenge. Und runter. Nice. So. Oh, oh, oh. Ist das dein Ernst? Dein absoluter Ernst? Wirklich jetzt? Okay, langsam. Komm schon. So, nice. Easy. Und nicht easy. Ich hätte springen sollen. Ich wusste es. Ich hätte einfach springen sollen. Alter, ich kann nicht glauben, dass diese Stelle so schwer ist, dass ich da Probleme habe, runterzukommen. Ich bitte dich, okay? Ich bitte dich. So. What? Jump. Ja, ja. Ah, oh, oh mein Gott. Komm schon, ich bitte dich. Langsam habe ich die Schnauze voll. Hier wäre mehr Scheren. Natürlich. Und diese Scheren sind verdammt, verdammt stachelig. Also die wollen wir nicht berühren. Vor allem nicht das kleine Babyfigur. Okay, was sagt er? Let's go. Let's finally escape this place. Danke. Danke, dass wir endlich entkommen können. Habe ich irgendwie sowas wie ein Fahrzeug hier? Ist das der Eingang? Alter, Moment mal. Wieso kommt man da nicht raus? Man kommt doch auch von da rein, oder? Oder irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Aber das ist schon das Ende. Ich dachte, wir müssen wieder eine extrem weite Strecke laufen. Und hier haben wir die Auszeichnung. Jetzt kann ich angeben. Mom, siehst du das? Ich habe den Obby geschafft. Sie wird das Video bestimmt sehen. Da wird sie stolz auf mich sein. Definitiv. Was haben wir hier? Oh, ich glaube, das ist die Stelle, wo die Frau war, glaube ich. Und so sieht es von oben aus. Sehr interessant. Oh, da sind wir lang gegangen. Seht ihr das? Da sind wir lang gegangen. Aber na gut, Leute, ich würde sagen, ich lasse die Folge vorerst mal stehen. Danke fürs Zuschauen. Lasst einfach einen Daumen nach oben da, falls es dir gefallen hat. Falls du es nicht getan hast, kannst du unten gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!